Oh, das sind wir. Wir drei. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ah ja, die kann ja das da. Das habe ich ganz vergessen. Wir müssen einfach die ganze Zeit rumrennen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen erwischt, auch relativ gering. Wie gesagt, relativ gering. Man kann es auch einfach so machen. Immer nach links und rechts rennen. Kann ich eigentlich mit King reden? Ja, er lebt noch. Und ich glaube, sie fliegt immer öfter. Je. Oh, hab ich ganz vergessen. Ah, ich habe gerade noch umgeschaltet. Au. Oh. Feuerball. Natürlich gut. Was nicht gut ist, ist, dass diese Steinblöcke so viel Schaden machen. Und selbst eigentlich relativ wenig. Okay, das war jetzt relativ viel Schaden. Ich könnte es auch so machen. Oder auch nicht. Ich brauche unbedingt Raketen. Ja, ich brauche unbedingt auch wieder diese Levelkristalle. Relativ langwieriger Kampf, aber... Okay, jetzt hat sie gar nichts mehr gemacht. Das war auch recht gut. Also, um sie zu besiegen. Und wenn man das jetzt auch anschaut, man hört auch nicht diese tolle Besiegmusik. Weil das ja eigentlich gar kein Sieg war. Na, jetzt gehen wir mit ihm und bekommen das Schwert. Beziehungsweise die Klinge, je nachdem wie man ziehen möchte. Und wir gehen erstmal wieder raus. Schon kommt Balrog und stampft uns zusammen. Ah, und jetzt freuen sie sich alle. Und sie schickt Balrog auch in das Labyrinth. Hohoho. Tolles Gefühl. Sieht so aus, als hätten wir den Boden getroffen. So, als hätten wir endlich den Boden getroffen, sagen wir so. Ich schalte jetzt ganz gerne erstmal auf das hier. Ja, jetzt speichern wir erstmal nach unserem tollen Sieg, wenn man ihn denn so nennen will. Hier kann man ganz gut mit dem Schwert die Gegner abwerfen. Ansonsten benutzt man hier nicht den Raketenwerfer. Ja, das Gemeine an denen ist, der kann schießen. Sie lernen dazu. Da oben ist noch einer. Da unten müsste ich relativ sicher sein. Da kann ich einfach hier entlang springen. Ah, da wartet schon unser nächster Freund auf uns. Autsch. Ja, okay. Warten wir mal, bis er wieder rumkommt. Ach, dieser dumme fliegende Hüpfball da. Ich versuch's mal mit Feuerwehr, vielleicht funktioniert das sogar. Ja, natürlich nicht. Okay, dann funktioniert das nicht, dann muss ich es einfach so machen.
natürlich fliegen alle Energiekristalle an mir vorbei. Jedenfalls, bis zu dir komme ich nicht, aber so komme ich auch nicht bis zu dir. Okay, dann machen wir es anders. Machen wir es auf die Feuerballweise. Ich grille sie einfach. So, sehr schön. Und wie man sehen kann, befindet sich hier eine weitere. Oh, ich dachte, es wäre einfach eine sehr große Kapsel, weil sie so ein großes Herz hat. Aber offenbar ist das wieder nur eine ganz normale, die unser Leben erneut um 5 erhöht. Oh nein, 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 ich hasse sie, ich hasse sie. Ich habe vergessen, dass es sie gibt. Ich habe es vergessen. Hier muss man relativ getimed springen, damit man hier nach oben zu diesem Terminal kommt. Müssen mit ihm reden und nicht einfach warten, bis sich einschaltet. Dann öffnet sich hier unten die Tür. Und dann, wie üblich, runterspringen. Die ganzen Gegner kann man eigentlich ignorieren. Also, was heißt Gegner? Die sich bewegenden Wände. Unsere blauen Freunde hier unten sind inzwischen weg, bis auf ihn. Er antwortet uns nicht. Was nicht unbedingt heißt, dass er unfreundlich ist. Dann, hier vorne gibt es diese seltsamen Käfer. Die kann man auch ganz gut mit dem Schwert ausschalten. Hier sind weitere Überreste eines Roboters. Hier gibt es, soweit ich weiß, wieder sich verschiebende Wände. Irgendwo. Ja, das hier oben sieht mir sehr stark nach einem aus. Ja, das war auch eine. Ich glaube, wenn man von unten dagegen stößt, bewegen sie sich auch. Ja. Das ist sehr gut. Ansonsten kann man einfach hier oben drüber springen und das war's. Das Problem ist, dieser Kerl hier unten bewegt sich auch und versucht einen zu zerquetschen. Das heißt, schnell auf ihn springen und dann ihn als Plattform benutzen. Jetzt kommen wir zu coolerer Musik. Also noch cooler als die vorhin. Der Cave Simulator im Allgemeinen ist sehr schöne Musik. Auswahl. Nur so nebenbei, es gibt hier nicht nur böse Käfers, aber es gibt viele böse Käfers. Aber eben nicht nur. Der hier oben ist ein sehr böser Käfer. Ah ja, jetzt haben wir schon ein größeres Schwert. Keine Ahnung. Ein größeres Schwert haben wir, aber dafür einen kleineren Radius, sagen wir es so. Hört sich auch viel besser. Jetzt schauen wir erstmal hier rein. Hier gibt es den Labyrinth-Shop mit netten Käfern, die Mamiga-Fleisch essen wollen. Und wir riechen auch ein bisschen nach Mamiga, das ist nicht gut. Es gab mal eine Hexe auf diesem kleinen Island, die diesen Labyrinth konstruiert hat, um Gaudis irgendwie festzuhalten. Wie auch immer Gaudis ist. Aha, diese Insel fliegt hoch im Himmel. Und irgendwo in diesem Maze hier gibt es die Antwort, wieso es schweben kann. Zu dem Kerl hier oben komme ich nicht. Okay, was bist du? Es gibt einen Ausgang, aber der... Na, der Weg ist blockiert von einem gigantischen Stein. Das wäre auch nur der Anfang unserer Aufgaben. Können wir mit ihm reden? Das ist nämlich der Labyrinth-Shop. Dummerweise wurden sie vor kurzem ausgeraubt. Und es gibt nichts zu verkaufen. Aber jetzt, da wir einen Polarstern und einen Feuerball haben, könnten wir sie ihm geben und er würde eine seltsame Waffe konstruieren, die ich aber nicht haben möchte. Leid, aber ich mag meine Waffe, meinen Polarstern, so wie er ist. Du bleibst auf deiner Seite. Das Schwert braucht relativ viel zum Aufleveln. Aber das ist es wert. Ansonsten möchte ich dich gerne schnell erwischen, damit ich hier
so wenig Schaden wie möglich mitnehme. Gut, dass man die Projektile auch zerstören kann. Allerdings schützen die Projektile die Gegner auch. Das Gute ist, jetzt haben wir den hier. Soweit ich weiß, beschwert es sozusagen den Geist von Toroko. Nicht von Toroko, von King meine ich. Der macht halt Flächenschaden. Ansonsten hier ist das Camp. Wir hatten Curly das letzte Mal gesehen, als wir in der Sandzone waren. Und hier ist sie wieder. Und die ganzen kleinen Mamigas sind an einem unbekannten Ort. Sagen wir so. Sie konnte sie auf jeden Fall nicht retten. Und ich würde sagen, ich speichere hier also auch erstmal. Und würde sagen, das reicht auch erstmal für diese Folge. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part. In dem wir dann versuchen, aus diesem Labyrinth hier herauszukommen. Ich speichere jetzt noch einmal, weil ich paranoid bin. Und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!